Ein Poetry Slam zu Deutsch. Dichterwettstreit ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem mehrere Slammer einen selbstverfassten Text ohne Hilfsmittel und innerhalb einer vorgegebenen Zeit einem Publikum präsentieren. Das Konzept Poetry Slam kombiniert das gedruckte, geschriebene Wort mit der Live-Performance auf der Bühne und stellt eine direkte Verbindung zwischen Autor und Publikum her. So heißt es auf der Internetseite von rheinbergslam.de. Die müssen's wissen, denn beim Rheinberg Slam treten in der Regel die Profis oder zumindest die Könner der Poetry Slam-Szene auf. Wie die Profis wollten auch die Jugendlichen des Poetry Slam Projektes, das 2012 im Q1 Jugendkulturzentrum stattfand, eigene Texte verfassen und diese vor einem Publikum auf der Bühne präsentieren. Das Besondere bei diesem Workshop war, dass die Teilnehmer ausländische Schüler der Hauptschule Ahornweg waren, welche erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben und im Rahmen des Deutschförderunterrichtes der internationalen Vorbereitungsklasse mit Spiel und Spaß Deutsch lernen konnten. Das Q1 Jugendkulturzentrum ist beliebter Treff der Jugendlichen und gleichzeitig Veranstaltungsort des Rheinberg Slams, der regelmäßig mindestens einmal im Monat hier stattfindet. Diese Nähe zur Slammer-Szene auf der einen und den Jugendlichen der internationalen Vorbereitungsklasse auf der anderen Seite brachte die Mitarbeiter des Q1 auf die Idee, den kreativen, poetisch-literarischen Umgang mit Sprache, wie er von den Poetry Slammern vorgelebt wird, mit dem Sprachförderunterricht zu verbinden. In Zusammenarbeit mit der Deutschlehrerin Conny Janke, dem routinierten Poetry Slammer und Moderator des Rheinberg Slams Alexander Bach, sowie unterstützt durch zahlreiche Ehrenamtler, Praktikanten und Mitarbeiter des Q1 entstand ein besonderer Poetry Slam Workshop, bei dem die ca. 20 Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren nicht nur ihre Deutschkenntnisse verbessern konnten, sondern auch Erfahrungen mit kreativen, poetisch-literarischen Gebrauch der Sprache machten. In dem Halbjahresprojekt konnten die Schüler eigene Texte verfassen, die immer wieder durch spezielle Slam-Trainingseinheiten ergänzt wurden. Slammer-Profi Alexander Bach erklärte und sorgte für die Feinheiten in Sachen Wirkung und Präsentation der eigenen Textkreationen. Endlich war es dann soweit. Licht aus, Spot an. Zum ersten Mal auf der Bühne vor dem zahlreich erschienenen Publikum die eigenen Texte performen. Hallo Carolina, heute habe ich etwas Tolles erlebt. Ich bin in Mallorca. Das ist sehr warm und schön. Ich freue mich, dass ich gleich nach Deutschland fahre. Zu meinen Eltern. Tschüss, deine Paulina. Wow! Hallo, ich habe einen Postcard für unseren Kollegen Patrick, den ich lese. Hallo Patrick. Heute habe ich was Schönes erlebt. Ich war in Essen bei meiner Tante und meinem Onkel. Das war toll. Ich bin viel spazieren gegangen. Auf dem Spielplatz gab es eine Party. Das war sehr schön. Nächstes Jahr fahre ich wieder nach Essen. Liebe große Schwau. Hallo Paulina, heute habe ich etwas Tolles erlebt. Ich bin im Italiengebirge. Hier ist sehr gut und sehr schön. Tschüss, deine Carolina, schöne Grüße. Patrick! Hallo Joao, heute habe ich etwas Tolles erlebt. Wir haben Fußball gespielt und es war schönes Wetter. Ich habe ein Tor gemacht. Viel Glück, tschüss. Daniel! Lieber Mohammed, heute habe ich etwas Tolles erlebt.
Wir haben Fußball gespielt und ich habe ein schönes Tor gemacht. Meine Mannschaft hat gewonnen. Am Ende, ich war müde, aber wir hatten Spaß. Viel Grüße, dein Daniel. David, das ist richtig. Das steht hier auf. Das ist der letzte Teilnehmer. Danke. Hallo Daniel, heute habe ich was Schönes erlebt. Ich war in Queens mit meinen Freunden. Wir haben viel Spaß gemacht. Nächste Jahre fahre ich nach Italien. Tschüss, David. Das ist eine ganz schön spannende Partie gewesen. Ein ganz schön enges Rennen. Fast so wie das Fußballspiel Spanien gegen Portugal. Um ein Haar hätten wir jetzt noch Elfmeterschießen machen müssen. Aber so gerade hat sich dann doch eine Gruppe durchgesetzt. Und das ist mit 19 Stimmen. Wie man sieht, die Mühe und Aufregung hat sich gelohnt. Unter dem tobenden Applaus des fachkundigen Publikums aus Jugendlichen, Eltern, Helfern und Gästen wurden die Teilnehmer des Special Rheinberg Slams geehrt und die Sieger mit Preisen überhäuft. Ganz sicher wird es ein nächstes Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, geben. Beim nächsten Special Rheinberg Slam im Q1 Jugend Kulturzentrum. Keine Feinde, wir lieben uns so sehr, lassen niemanden alleine. Spaß haben wir, kein Neid, kein Gier. Wir halten zusammen, denn so sind wir. Singen, tanzen, shoppen, gehen, manchmal auch ein Video drehen. Es ist immer schön, mit euch Mädels durchzudrehen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ganz egal. Ein Herz, eine Seele, denn das ist unser Leben. Wir sind Kinder, Kinder einer Welt. Wollen nicht alleine sein, weil es uns nicht gefällt. Egal woher du kommst, egal wer du bist. Du hast einen Freund, der immer bei dir ist. Liebe. Ich liebe mein Leben, weil in meinem Leben sind sehr interessante Sachen. Zum Beispiel Meer. Das ist sehr viel Wasser, Wasser und nur Wasser. Kekse mit Schokolade. Lecker. Ich liebe Kekse. Ich liebe auch meine Mutter und meine Mutter liebt mich. Meine Katze liebt Mäuse und Mäuse lieben Käse. Käse liebt mich. Ich liebe meine Lieben. Die Mädchen sind sehr nett, aber gibt es ein großes Problem. Und das ist die jungen Neffen uns. Ich mag das überhaupt nicht. Zum Beispiel in unserer Klasse gibt es einen Junge, der heißt Mohammed. Und der nervt viel. Ohne Mädchen, die Männer können nicht leben. Ich habe gehört, früher dürfen die Mädchen und Frauen nichts machen. Aber zum Beispiel, die dürfen nicht zur Schule gehen. Ich glaube, ich habe gedacht, nur in manchen Ländern war es so.
aber das war in oft der Länder so, dass die Frauen dürfen Ehe machen, auch in Deutschland. Aber in dieser Zeit gibt es viele Frauen, dass sie arbeiten können und die haben Erfolg. Zum Beispiel Frau Angela Merkel ist die Präsident von Deutschland. Und ich finde das toll, weil die Frauen auch wie Männer arbeiten können. Und es vergibt keine Unmöglichkeit von Frauen. Wir sind alle Menschen und auch gleich. Niemand darf nicht sagen, dass die Männer sind besser als Frauen. Insgesamt, die Mädchen sind sehr gut und ohne uns Männer können nicht leben. Liebe, ich liebe meine Mutter, weil sie mich geboren hat. Sie ist bei mir 12 Jahre und sie liebt mich für immer. Ich liebe auch meinen Vater, weil er liebt mich auch. Mein Vater ging nach Deutschland, als habe ich 6 Jahre alt war. Das ist mir schwer gefallen. Aber mein Vater ruft mich jeden Tag an und sagte, ich liebe dich und vermisse dich. Und das ist Liebe. Alle sagen, ich liebe Musik, Fußball, Volleyball oder anderen. Aber das ist nicht richtige Liebe. Das sind Hobbys, nicht Liebe. Dann würde ich sagen, haben wir eine Siegerin und das ist Felicia.